bisschen weiter. Willkommen zurück zu Guild Wars 2. Mann, ich hasse solche Cuts, ey. Alter, ich komm noch nicht mehr hoch. Soll mir das langsam folgen. Ach, weil da Fallen sind, na toll. Mein Charakter spielt schon wieder, läuft schon nicht mehr so, wie ich will. Laufen, ja, super, mein Charakter läuft nicht gerade. Echt nur in der Mitte sein, ja. Ja. Mein Charakter kann nicht gerade laufen. Jetzt bin ich hier, wo ist er? Und da rüber springen? Ja. Nee, ich glaube, du kannst hier an der Seite. Was? Oh shit. Ein Stück daneben und schon wird man aufgespießt. Ah! Lachte uns einfach so aus. Hä? Achso, schon wieder zu nah. Seid vorsichtig in dieser Kammer. Sterben wir als Schrecklichen. Man kann auch dagegen springen. Aua. Ja, super, mit Shit sterben, klar. Mist. Ist wie verarschen. Ich glaub, die Stacheln erwischen einen hier überall gerade. Fuck. Ich krepiere, wenn das so weitergeht. Ja, ich muss ein bisschen stehen bleiben. Heilen? Oh oh. Da. Könnt ihr Hilfe gebrauchen? Mist. Heilt ihr euch gerade? Ich heile mich gerade, weil ich auf dem Boden liege und sterbe. Mist. Shit. Das ist ein Jumping-Puzzle, wird mir gerade gesagt. Oh, hier ist noch mein Viech dabei beschwören, so. Dann meine Heilfähigkeit. So, und hier müssen wir runter. Seid ihr schon alle da? Warte, warte, warte. Da runter, okay. Ich komme mir vor, als wäre ich bei Mirror's Edge. Ach du Scheiße, ey. Oder wie bei Avatar. Das ist jetzt eine absolut beschissene Geschichte. Ja, sehe ich schon. Ja, okay. Wow. Jetzt sehe ich es nicht mehr. Er macht nämlich einfach das Licht aus. Und da habe ich jetzt diesen Trick gelernt, einfach mit irgendeiner Flächenattacke überall hinleuchten, über die Steine, wo man drauf hüpfen kann. Ich habe keine Flächenattacken. Das ist schlecht. Ja, gerade das Licht einmal wieder. Bin ich jetzt runtergefallen oder stehe ich auf der Kante? Nee, du stehst auf der Kante. Warte mal eben, ich gucke mal, ob ich eine Ausrüstung habe. Nein! Aber er macht ja immer kurz das Licht an, also das ist ja dann eigentlich nicht so das Problem. Ja, und dann macht das gerade dann aus, wenn du wieder springen willst. Hat er gefallen? Ja, super. Aber wie komme ich wieder zum Eingang? Unten auf dem Boden lang. Ey, ich will da hoch. Oh. Schön, mach Flächenschaden, ich seh nix. So, welchen springe ich denn jetzt zuerst hier? Genau. Muss ja näher an die Kante ran, so hopp. Boah, das war schon fast zu weit. Mann da hoch, der sieht irgendwie so hoch aus, ne? Ja. Kann man da jetzt runterspringen? Ja. Nimm die Fackel, das geht auch. Ja, das habe ich gerade festgestellt. Die macht tatsächlich gerade so eine Art. So eine Art Leuchteffekt, so ein klein. Das hilft mir wirklich ungemein.
Ich hab's geschafft. First try. Verstehe nicht, wie wir jetzt von seinem Rätsel darauf schließen sollen, was das Richtige ist. Ich hab's auch nur durch ausprobieren. Also die Fackeln haben Farben. Ich würde sagen die blauen, weil... Obwohl, nee, die blaue könnte vielleicht auch wieder zu dem Metall zurückführen. Ich sag mal so viel. Bei zwei von den beiden Wegen sterbt ihr. Ja, das hat er ja gesagt. Und bei einem... Der Schatz. Ist der Schatz. So, ich würde sagen, eine von ihr beiden geht auf jeden Fall zu ES, denn ich möchte nicht sterben, ich gehe zum Schatz. Ich rate grün. Ich kann euch die richtige Lösung sagen, aber ich wollte euch mal rätseln lassen. Achso, warte mal. Ist grün richtig? Nee, lass mich nochmal rätseln. Okay. Warte mal. Ja. Die rechte. Die rote Fackel. Warum? Da ist ein Mund. Stimmt, das sieht aus wie ein Mund, so ein bisschen. Ist tatsächlich richtig. Aber auch da muss man gucken, wie man springt, weil ich bin auch da schon mal gestorben. Dann warte ich mal, bis ihr unten seid. Ich bin unten. Einfach nur weit genug springen, weil sonst kann man auf so einen Vorsprung hängen bleiben und sterben. Genau. Gut, ich bin unten. Jetzt einfach nur eine Jauchegrube und dann man nie mehr wieder rauskommt. Oh, eine prachtvolle Truhe, das ist der Diablo hier. Bin ich nicht einfach unschlagbar? So, was habe ich bekommen? Ein Eisenspeer, durchdringendes Amulett, Peridot Brocken und eine Golddublone. Crafting Materials. Eine Waffe, die ich nicht gebrauchen kann. Yay! Eine Maske, die schlechter ist als meine. Schade. Also ich habe tatsächlich eine Waffe gekriegt, die ich noch gebrauchen kann, obwohl ich hier schon mal war. Ich habe eine Schusswaffe. Nee, der Speer. Der Speer ist gar nicht schlecht. Sehr bequem, der Stuhl, muss ich schon sagen. Ist auch schön warm. Ja. Und der grüne Keim muss uns jetzt hier wieder herausführen. Ich fühle mich gut. Weil er sagt eigentlich, dass wir nicht rauskommen, also könnten wir uns ja nicht nur raus teleportieren, oder? Da gibt es ja wirklich keinen Ausgang. Und hier ist ein Weg. So, gut genug gesetzt. Ha! Moment, das ist so einfach. Und dann sagt er, oh, du bist meinem... Oh Gott, ey. Ist das ernsthaft? Das ist jetzt der Ausgang. Ja, ich glaube, wenn ich damit gerechnet, dass der Zahn der Zeit da... Buchen. First Made Chain. Es gibt ein... Das ist auch geil. Der Stream delayed natürlich extrem, ne? Das heißt, jetzt wird gerade gesagt, es gibt einen versteckten Ausgang. Den haben wir schon längst gefunden. Ja. Alter Schwede, hier gibt es ja richtig geile Sachen. Also mit Level 40 ist man ja genau richtig. Mal gucken. Meine Axt, die macht gerade 272 bis 332 Schaden und die man hier kaufen kann, macht mal so eben 358 bis 437. Oh, das ist... Hä, wo seid ihr gerade? Hier ist, hier oben beim Ausgang war noch ein Geist, der erste Mart Shane. Okay, die kaufe ich mir. Hä, oben beim Ausgang? Hier gibt's einen Ausgang? Es gibt einen Ausgang da oben. Ja. Den hattest du nicht gefunden? Nee. Ein Messer. Wo ist denn der? Ich weiß, dass Mario davon erzählt hat, dass er irgendwas gesagt hat, aber ich wusste nicht, wo diese Tür war. Aber ich bin da einfach dahin gegangen. Und da war das da. Ja, das ist mega einfach, ne? Jo.
Da, das habe ich. Das, ich habe mich. Ey, der Schild ist ja wirklich geil. Krass, den kaufe ich mir. Kann ich den tragen? Ja, cool. Kann man. Was kann ich für euch tun? Ich habe das Ding nicht gefunden. Immer noch nicht? Ich hatte das Ding nicht gefunden. Ach so. Jetzt inzwischen ja. Aber hast du danach gesucht? Nee, ich habe auch gedacht, weil er gesagt hat, ja, man kommt da sowieso nicht raus, dann ja, und jetzt ist er, man kann sich teleportieren, also scheiß drauf. Richtig. Da, ein Zepter. Das brauche ich ja nicht. Jetzt habe ich kein Karma mehr. Ey, ein Stab? Ja, ich habe auch ganz schön viel ausgegeben. Ich habe zwei Sachen gekauft, aber ich will gerne noch den Stab haben. Haben die hier keinen? Aber die, das Schild ist, der Schild ist super. Guck mal, ich habe ein Steuerrad als Schild. Und ja, das ist auch krass, dass sie so gut sind und so mega schäbig aussehen, ne? Ja. Und ein Erntemesser habe ich jetzt. Hier ein Pirate, ein Piraten Vorschlaghammer, den musst du nehmen. Erntemesser. Speer, Bogen. Ja, ich habe leider keinen. Ich würde gerne Vorschlaghammer. Wie geht das? Kann man mehr Karma kriegen? Ich brauche mehr Karma. Weiß gar nicht, ich glaube durch diese Extra-Quests, die einfach so da sind, auf der Karte kriegt man Karma, kann das sein? Durch Hätzchen kriegt man Karma. Ja, das ja. Ist auch, aber ich meine auch durch hier so Helden-Quests halt, die einfach so da sind. Ich brauche auf jeden Fall auch, ich brauche auf jeden Fall noch diesen, den Vorschlaghammer hier. Da, Stab. Und durch Ereignisse auch. Oder, ne, Events, man. Habe ich mal so eben 30.000 ausgegeben, ey. Das ist echt wert. Ja, ich brauche auf jeden Fall auch den Vorschlaghammer. Der ist sowas von geil. Den brauche ich. Den muss ich haben. Kann ich eigentlich irgendwo sehen, wie viel Schaden man macht? Ich weiß das nicht, wo. Da, da steht doch da. 236 mit den Klauen. Das müsste ja von der Axt kommen. 178. Und wenn ich die neue nehme, dann mache ich 236. Also 70 mehr ungefähr. Und übrigens die Aussage von wegen mit Level 40 ist man da genau richtig. Ist egal, ich habe auch noch einen Bogen gefunden, der wesentlich besser ist. Ja, also wird anscheinend Level angepasst. Nee, ich glaube, das ist gleich, aber der Sprung ist so heftig halt. Mist. Ich habe was vergessen in der einen Höhle, wo ich das Panorama gemacht habe. Ja, cool. Jetzt habe ich ein Steuerrad als Schild und ein Piratenschwert als Messer. Sehr gut. Den müssen wir uns unbedingt mal merken hier unten. Es gibt noch mehr solche Händler. Oh, meine Fresse, habt ihr geheilt gerade. Dafür müsstest du aber wieder durch das komplette Parcours von dem Piratentypen da. Echt jetzt? Und du musst da, um da wieder wegzukommen, musst du ein Wasserfall runterspringen. Okay, dann nicht. Oder teleportieren. Dann brauche ich den Vorschlag, kann man doch nicht mehr. Ich weiß nicht, ob es da noch einen anderen Weg gibt. Immerhin habe ich die auch den Ausgang ja nicht gefunden, aber. So, wer nimmt mir meinen der alten Scheiß Untermarkt ab? Entdeckt. Kodan. So, kann eigentlich auch gleich da bleiben. Da bitte. Sehr schön, sehr schön. Und die Story kanntet ihr tatsächlich noch nicht? Nee. Nö, ich spiele blind. Ich hab nur gedacht, weil das Panorama, das weist ja eigentlich schon fast darauf hin. Ich guck mir die Panoramen eigentlich so gut wie nie an. Ich mach die Panoramas und das war's. Weil du das Panorama anguckst,
Dann wird man da also quasi so in diesen Maul reingeschleudert. Ja. Okay. So, ich würde sagen, Video Cut.